Seit 2 Jahren ungefähr ist Kardinal Wölke jetzt Erzbischof in unserer Diözese Köln. Lieber Rainer, lieber Herr Kardinal, was für Akzente waren für dich in diesen 2 Jahren besonders wertvoll? Ja, da steht natürlich an erster Stelle unsere Aktion Neue Nachbarn, dass wir gemeinsam in der Diözese mit so vielen Helferinnen und Helfern in unseren Gemeinden, das sind Tausende von Leuten, die sich das auf die Fahnen geschrieben haben, eine Willkommenskultur praktiziert haben und Menschen hier, die vor Krieg und Terror geflohen sind, bei uns aufgenommen haben und dass wir uns jetzt gegenwärtig darum bemühen, sie auch zu integrieren und ihnen zu helfen, wirklich bei uns anzukommen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast aber auch innerhalb der Diözese neue Akzente gesetzt, Stichwort Bibelteilen und da geht es noch weiter. Ja, wir wollen natürlich sehen, dass der Herr die Kirche leitet, dass er mitten unter uns ist. Er spricht zu uns in seinem Wort, der Heiligen Schrift. Und wir wollen uns zeigen und sagen lassen, wie er sich heute Kirche vorstellt. Ich glaube, dass das ein ganz guter und schöner Weg ist, den wir da begonnen haben. Und ich bin ganz glücklich, so meine Erfahrung, dass in vielen Gemeinden darüber gegenwärtig gesprochen und diskutiert wird. Am vergangenen Samstag waren über 300 Leute bei uns im Maternushaus, die das getan haben. Das stimmt. Ich finde es auch noch beeindruckend, dass du manchmal in der Öffentlichkeit sehr prophetische Worte sagst, die dann auch aufgegriffen werden. Viele sind dankbar für die klare Kante, die du zeigst. Und heute Abend im Nachtgebet beten wir alle für dich, für die Diözese und für unsere gemeinsame Aufgabe. 22 Uhr auf domradio.de im Nachtgebet. Dein Weihbischof Ansgar und Rainer, Erzbischof von Köln.